Komm, geh vor. Geh links lang. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich werde mal Akku wechseln. Jetzt einfach. Nein, nein, nein. Geh weg. Dreh um, hier rückwärts. Ich hoffe, der sieht uns hier nicht in der Ecke. Jawohl. Ja, ein Akku. Ach, sehr schön. Komm, schließ auf hier. So, zu damit. Jawohl, was haben wir jetzt hier oben? Wieder zugemacht. Warum machen die einfach zu für uns? Murkoff Corporation. Also wir sind jetzt in der obersten Etage hier. Und jetzt ist für uns alles dicht hier. Der Aufzug steht auch hier oben. Nutze es einfach. Ach, es ist ein Schlüssel notwendig. Da kommen wir bestimmt wieder dann zum Exit richtig raus. Was haben wir denn hier für eine riesengroße Küche? Okay. Aber ist hier auch was für uns drin? Ah, eine Batterie. Sehr schön, wieder eine mehr. Verstecken kann man sich hier nirgendwo. Und ich nehme an, die Tür hier wird auch zu sein, oder? Na, das war klar. Der einzigste Weg ist also hier der durch die Küche. Und wer ist das hier jetzt? Ist das jetzt Vater Martin? Scheint mir so. Geh mal zu dem hin. Vater? Oh Gott, das sieht nicht gerade prickelnd aus. Alles zu. Alles. Billardzimmer. Ja. Oh Gott. Da betet noch jemand. Kann er sich wohl abschminken? Die Zeit für Billard haben wir leider nicht. Boah, ich will hier nur noch raus. Ich habe keinen Bock mehr. Oh ja. Können wir uns durchquetschen? Der betet auch noch irgendwie. Exit. Was glaubst du selber nicht, dass hier rausgeht?
Das war klar. Hier sind die Toiletten aufgemacht. Ah, wer pinkelt hier? Oder wer ist hier drin und macht verbotene Sachen? Da geht's auch rein. Ja, die beten hier alle. Hier beten sogar zwei. Wahrscheinlich alles wieder gut wird. Wow. Ai, ai, ai. Haben wir noch irgendwo Batterien liegen oder so? Hier pisst's nur rein. Hm. Schauen in jedes Zimmer rein. Überall beten sie einfach nur. Hier auch. Bestimmt überall. Oh, hier haben wir Dokumente. Danke für die Dokumente. Was steht da drin? Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unseren Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallreiter. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Oh, wow, wow. In mein Fleisch ritzen. Also ich will ja nichts ins Fleisch reinritzen. So, mal eben aufs Handy geguckt, wegen Uhrzeit. So, oh, hier liegt noch ein ersehnter neuer Akku. Den kloppen wir schnell noch rein. Also ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht, nein. Ich will hier doch nur raus. Müssen wir bei dem einen rausgehen, der das Fenster offen hatte? Müssen wir das machen? Ah, da kommen wir bei dem rein. Gut. Dann machen wir das mal. Im strömenden Regen. So. God hates sickness. Kirche, Chapel. Dann folgen wir mal. God hates money. Okay. Oh, hier stehen die Nacktmänner mit ihren dicken Lörissen. Gleich werden wir mit dem Wallrider vereint sein. My Job. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. Schlüssel für den Aufzug schon mal genommen. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Gott, oh Gott. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Ah.
Neue Nachricht, neue Notiz. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Wo geht's jetzt raus? Ich glaube hier. Okay. Vielen Dank. God always provides a way, oder was? Gut, dann können wir jetzt bestimmt hier rausgehen. Und das hat Vater Martin wohl gewollt. Dass, sozusagen wir das alles sehen, oder wie? Oh Gott! Oh Gott, der Fette! Oh Gott, der Fette! Nein! Wo sind wir jetzt reingekommen? Hier! Wow! Wow! Wow, Fettsack! Fettsack! Scheiße! Ja! Boah, wow, lass mich raus! Lass mich raus! Boah! Wow. Scheiße! Müssen wir auch noch. Jetzt müssen wir auch noch den Fettsack entkommen. So, kommen wir hier wieder raus? War ja nicht... Shit. Fuck. Sind wir nicht hier rausgekommen? Scheiße. Jetzt ist alles zu. Das ist natürlich zugestellt. Ah! Jawohl! So, ich krieg mal hier oben lang. Boah, schnell den Aufzug runter. Wow. Puh. Oh. Hauptsache vom Fettsack entkommen. Wow. Ey, wo führt uns der Aufzug hin? Ich glaube, das ist nicht der Ausgang. Der geht da ganz weit runter. Einen anderen Weg nach draußen. Ach, na, das war ja klar. Wow. Was haben wir denn hier für eine eisige Landschaft? Mit Licht ist es zu überhellt. Wow, was ist das denn?
Oh, wir werden jetzt bestimmt nochmal der Maschine begegnen oder sowas. Notiz! Unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt, und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Okay. Der hat also schon mit sich selbst abgerechnet jetzt. Oh Gott. Ich habe nicht mehr ewig viel Akku.